Es war am Anfang wirklich ein Frauenboykott auch da. Also es war auch eine ganz klare Aufregung darüber, wie komme ich dazu, da hier jetzt mehr Eintritt oder da wird jetzt Frauen, also das ist jetzt schon wieder gegen die Männer. Ist ja nicht wahr. Ja. Da gibt es eine große Wehleidigkeit, die hat sich auch bei den Medien niedergeschlagen. Es ging ja, eigentlich ging es ja darum, es ging um einen Kunstraum. Man darf ja nicht vergessen, es ging, da wurde Theater, da wurde ja, politisches Theater gemacht. Und eigentlich besteht die Aufgabe der Zeitung, darüber zu berichten. Und denke mir gerade auch noch in diesem Zeitraum von dieser blau-schwarzen Regierung, ich meine, zurück an den Herd oder was. Also, und das fand ich so unreflektiert und auch gleichzeitig, wie soll ich sagen, also mir fehlen ehrlich gesagt die Worte für das. Wobei ich mich da nicht, als Falter fühle ich mich da nicht angesprochen, weil der Falter eine der wenigen Zeitungen ist, die auch das Kosmos-Theater relativ regelmäßig, oder also nicht nur relativ, sondern regelmäßig bespricht. Also ich würde sagen, so mindestens jede zweite Produktion vom Kosmos-Theater wird im Falter rezensiert. Dass es überhaupt in diesen Räumen stattfindet. Und manchmal denke ich an diese Wände oder sehe sie vor mir und denke mir, Wahnsinn, was die jetzt aufgesogen haben in diesen 10 Jahren, was da drinnen ist. Ja, und ich denke, und viele sagen es auch, man spürt es, wenn man reinkommt, diese unglaublich dichte Atmosphäre hier. Wenn ich jetzt wieder darüber nachdenke, das ist so ein super Ort eigentlich, dieses Kosmos-Theater. Ne? Also so, das liegt so gut da irgendwie dem Siebenstern-Platz da im Sommer und so, das kleine Piazza da mit den. Und wenn ich dann im Kosmos Theater bin und es ist gerade eine Ausstellung einer bildenden Künstlerin, dann bin ich immer sehr angetan davon. Also auch dafür steht meiner Ansicht nach Kosmos, dass es eben nicht nur ein Raum ist, der nur Theater macht, sondern eben auch Diskursräume bietet und Ausstellungsräume bietet. Also geht über die Theatergrenzen hinaus. Und das, würde ich sagen, ist eine Spezialität des Kosmos Theaters. Also es ist auch, finde ich, jetzt so sehr, sehr gemischt, das Programm. Das geht so von Kabarett bis Sprechtheater, Tanz. Die Festivals, die veranstaltet werden. Und die halte ich für ungeheuer spannend. Ob das jetzt ein Frauenmusikfestival ist oder wie Hörposition in Transition, vor allem auch deshalb, weil das Festivals sind, die auch eine Diskursschiene Das haben. ist alles irgendwie ein bisschen drinnen. Man weiß eben nicht wirklich, außer dass halt hauptsächlich Frauen auf der Bühne sind. Aber ich finde, das ist zu wenig. Ne? Natürlich, jetzt hat man einen Frauenraum und auf einmal wird der noch viel kritischer mit der Lupe angeschaut. Ja? Und ich denke, es geht um Vorbildwirkung. Wenn keine Vorbilder da sind, dann passiert es auch nicht. Ja? Ich denke, wahrscheinlich ist es wichtig, dass einfach mehr Frauen Stücke machen. Dann wird es auch mehr Frauen geben, die gute Stücke machen. Na, also ich denke, dass jetzt meine Spielplanauswahl auch nicht so eng gesteckt ist, dass die sich auch immer wieder verändert, ja. Dass es Projekte gibt, wo ich sage, wow, was für ein junger feministischer Ansatz. Das bringt ein ganz neues Publikum, das ist ganz was Neues, das ist quasi ein Pop-Projekt, ja, und popfeministisch. Ja. Aber das ist das komplizierteste Thema, darüber zu reden, über die Kriterien. Und es gibt sehr viele Sichtweisen davon, was alles zu sein hat und was warum gut ist. Und dann ist halt was in der Ausarbeitung nicht gut, hat aber ein wichtiges Thema, ein Migrantenthema oder so. Schwierig. Es muss zumindest eine Künstlerin im Leading Team sein, also Autorin, Komponistin, Regisseurin, whatever. Und der Stoff muss sich mit Rollenbildern bzw. Rollenstereotypen befassen. Ich war von der Geburtsstunde vom Kosmos am Siebensternplatzl mit dabei und auch bei der Eröffnung mit dabei und habe seither die meisten meiner Stücke, glaube ich, mit ein oder zwei kleinen Ausnahmen bei ihr aufgeführt. Die Kikuyu-Frauen ziehen sich dann vor ihrem Mann aus, wenn dieser sie mit einem anderen Mann betrogen hatte. Auf diese Weise zeigen sie ihm ihre Verachtung und demonstrieren so den Abbruch jeglicher sexuellen Beziehung mit ihm. Und ich habe ihre Geschichten immer so gut gefunden, weil es so
Gesamtkunstwerke sind. Vom Bühnenbild über die Geschichte ist das einfach Theater, aber es hat früher mit Komik zu tun, mit Clownerie, mit Groteske. Und es hat mich immer ziemlich einfach inspiriert, weil ich mir gedacht habe, wenn sowas geht, was die Micky macht, dann brauche ich keine Angst haben, wenn ich einmal wieder ein bisschen was Abartigeres mache. Künstlerinnen bei uns gehen mehrheitlich nicht an fertige Stoffe heran, sondern sammeln Materialien, entwickeln performative Strukturen und oft auch erst auf der Probe. In der Kunst muss es radikal möglich sein, unsicher zu sein, nicht zu wissen, auszuprobieren, zu scheitern. Scheitern ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, dass ich da im Kosmos auch eine gute Spielwiese dafür gehabt habe, Dinge auszuprobieren. Es entsteht oft in der Gruppe und da braucht man dann auch sehr viel Vertrauen, weil man kann eben das Stück noch nicht lesen. Ja. Dass sich radikal einlassen und öffnen für ein noch nicht durchformuliertes Thema, für ein im Bauch herumgeschwurbele von bestimmten Dingen, da tun sich Männer oft sehr schwer. Also es gibt einige, ich habe einige wichtige Inspirationen gekriegt von Frauen im Laufe meiner. Einen schönen guten Abend, es ist 19.30 Uhr, das erste Zeichen, eine halbe Stunde bis Vorstellungsbeginn, das erste Zeichen. Das war das Burgtheater. Und ich habe seit vielen Programmen eine Frau als Regisseurin, und zwar ganz bewusst diese Regisseurin, mit der ich von Anfang an zusammenarbeite. Und ich würde nie auf die Idee kommen, einen Mann zu bitten, weil ich einfach mit einer Frau besser zusammenarbeiten kann. Männer, die sich sehr wohl fühlen mit dieser aristotelischen Dramaturgie, also Exposition und Höhepunkt und Auflösung, das entspricht ja auch einem erotischen Verständnis von Männern meistens, da gibt es Parallelen. Also die gehen auch so und auch sehr hierarchisch an diese Probenarbeit heran. Und das ist auch sehr stark die patriarchale Welt, eine Behauptungsgesellschaft. Ich weiß genau, was ich tue, ich will das und das tun und das ist es. Und das ist bei mir in der Kreativität nicht so. Männliche Regisseure wollen immer ihre Pissspuren hinterlassen, dass man nachher sagt, bah, da ist dem Regisseur wieder was Tolles eingefallen. Frauen kommen nie auf die Idee. Regisseurinnen wollen, dass eigentlich gut ist. Aber sie wollen nicht, dass man dann auf der Bühne erkennt, was von einer ist und was vom Schauspieler. Das ist der Unterschied, finde ich.